Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hofnomen auf der Hofbergmann zusammen mit dem Toledo, dem Paul, dem Micha. Hallo! Grüße zusammen. So, zwei Ladewegen habe ich jetzt ins in die Trocknung gepackt. Den dritten gerade ins Silo. Sehr gut. Also sind ja immer, sind ja jetzt. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ja, vielen Dank dafür. Danke. War auch. Musste ja nur einmal angezählt werden, dass ich an der falschen Stelle stand. Sind ja jetzt große Ladewegen. Ich würde sagen, zwei reichen oder soll ich noch einen dritten da reinfahren? Warte. Warte, kann ich auch gucken, ist richtig. Rolltrockner, ja, ist so 104, zwei Dritteln voll. Ja, das sollte erstmal reichen. 144k, wenn der fertig ist, haben wir 200k Heu im Lager. Ja, denke, das ist erstmal eine solide Hausnummer. Ja. Also sonst mache ich den auch einmal voll, soll mir recht sein, aber dann müsst ihr es mir nur sagen. Jetzt hau noch einen rein, ist ja kein Problem. Mach ich. Auf jeden Fall genug. Und geht Paul? Doch nicht. Wenn ich dann den Nups hier oben dran gehe. Welchen Schlepper hat der die Mähwerke hier reingekriegt? Mein Schlauch ist dafür zu lang. Okay, nee, geht nicht. Das geht so nicht. Na dann einklappen und doch wieder erdrücken. Warum fragst du wegen welchem Schlepper? Ist der Schlepper zu hoch? Nee, wenn dann die Mähwerke, ne? Ja, die Mähwerke passen nicht durch, aber ich bin jetzt einfach vorwärts rein und drehe hier in der Halle. Oder vielleicht vorher absenken? Geht nicht, da klappt das so aus. Ah, okay. Ja, aber was du machen kannst, wenn du ausklappst, gehen sie ja auch ein Stück nach unten und zur Seite. Hab ich dann, auch schon probiert. Dann reinfahren und wieder zusammenklappen? Hab ich schon probiert, passt nicht. Okay, dann ja dann. In dem Moment, wo sie tief genug sind, dass du durchkommst, sind sie zu breit. Ja, 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 alright. Hätte ja genau passen können. Manchmal hat man ja so das Ja, Glück. Ja. Aber nee. Aber nein. Leider nicht. Leider gar nicht. Verstanden. Ja, dann hat Lars vielleicht auch vorwärts gemacht und drin gedreht. Oder viel Gas gegeben. Nee, ja, auch mit Gas rückwärts rein funktionierte nicht. Alles ausprobiert. Okay. Aber also, Gott sei Dank ist morgen Freitag. Oh ja. Hä, hey, warum? Ich bin froh, wenn Ostern ist. Oh, warum? So viel zu tun? Ich bin nur unterwegs oder ewig lang im Büro zurzeit. Das ist doof. Ich 2 Minuten vor der Aufnahme angekommen. Oh, das ist ja, das aber hat auch mich schön. Schon gewundert, dass du so spät kamst. Ich bin gerade die Tür reingekommen. Du geschrieben hat, bin gleich da, habe ich gesagt, ich auch, bin auch gleich zu Hause. Ja, ich dachte, weil schon kurz vor halb ist, Entschuldigung, dass ihr Bescheid wisst, dass ich wach bin und ich hier nicht angetriggert werde mit, kommst du endlich. Also ich schreibe einfach schnell, dass ich im quasi Anflug bin. Genau, bin. Da ich später heimgekommen habe, direkt der Rechte angemacht und habe dann alles andere fertig gemacht. Ah, okay. Er ist ja, komisch, dann, wenn man den hinten Verteiler nicht das Güllefass ausgewählt hat, kann man irgendwie eine Ebene beim Güllearm weniger bewegen. Okay. Das macht irgendwie keinen Sinn, aber gut. Ist halt, ne? Ist halt so, wie es ist, weißt du selber. Ja, Micha, ich hoffe, dann wird nach Ostern ein bisschen entspannter. Hoffe ich auch. Nehmen wir mal. Ich weiß, dass es bei mir nach Ostern entspannter wird. Die große Baustelle durch. Nee, ich habe dann noch 3 Wochen und dann, also, ich habe jetzt noch 4 Wochen und dann habe ich Urlaub. Ja. Ich glaube, ich auch. In der April habe ich über eine Woche Urlaub.
Ja, siehst du, Ende April hab ich ja auch. Letzten 2 April und die ersten 3 Mai-Tage sind wir ja weg. Das müsste ja dann so in etwa passen bei euch auch. Genau, ich geh 2. Mai wieder arbeiten. Nee, da bin ich noch weg. Vorher hab ich 1 Woche Urlaub. Schön. Vom 8. April eine Woche Urlaub. Habt ihr denn irgendwie was geplant, Gentlemen? Nicht wirklich, ne. Für meinen Urlaub habe ich noch nichts geplant. Aber? Ich weiß noch nicht, ob ich es in die Tat umsetze, aber vielleicht für nächste Woche Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag habe ich einen Tag Überstunden frei. Ah, okay. Ich muss gerade überlegen, was nächste Woche Donnerstag ist, aber ist da nicht Grün Donnerstag? Ich weiß gar nicht, regionaler Feiertag, aber ist der bei euch? Nee, oder? Bei uns nicht. Ist der bei euch irgendein Feiertag? Nee, boah, ich wohne in Niedersachsen. Grün, da Grün Donnerstag ist, glaube ich, nirgendwo ein Feiertag. Ich weiß es nicht. Müsste doch nicht nächste Woche Donnerstag schon Feiertag sein. Gut, dann habe ich mich geirrt, aber. Was hast du denn am Donnerstag vor? Weiß ich noch nicht. Okay. Also, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, plane, wünsche, wie auch immer, dann könnte es sein, dass vielleicht Karfreitag morgens dein Telefon klingelt und sagt, hey, kann ich Kaffee haben? Jetzt Richtung Norden fahren. Sagst einfach Bescheid. Im besten Fall immer bei der Regierung. Ja, im Zweifel stehe ich auch einfach vor der Tür und frage, ob ich einen Kaffee kriege. Und wenn du sagst, nein, fahre ich weiter. Wärst zum nächsten, der in der Gegend wohnt, stehst da und sagst, kann ich einen Kaffee haben? Ich kenne ja noch einen. Hey, ich muss mal raus, so ein bisschen abschalten und bin am Überlegen, ob ich mir einfach grünen Donnerstag sozusagen den Sonnenaufgang an der Ostsee gönne. Oh, ist auch schön. Dadurch, dass ich Mittwoch noch arbeiten muss, werde ich wahrscheinlich einfach mitten in der Nacht losfahren. Was hast du vor, Toledo? Das Fass voll machen, wenn du Slayer gemacht hast. Hey, wäre natürlich cool, wenn du da auf den Aufbau auch noch so ein Gülle Bomber drauf knallen könntest, ne? Ja, dann könnte man hin und her kutschieren die ganze Zeit, ne? Das ist doch kein Thema, gibt da einen Aufsatz dafür. Ich wollte gerade sagen, geben tut's den. Stimmt. Düngerbehälter. Es geht da rein, 15 Kubik. Ja, aber 34.000, ne? Mhm. Kann man ja für irgendwann mal überlegen. Ja. Kommt Zeit, kommt Rat. Ihr seid heute aber auch echt alle ansteckend, Jungs, ne? Ja, das ist irgendwie... Ja. Ich bin morgen um 6 die Haustür raus, für auf die Arbeit und bin ja eben erst angekommen. Ja, ich weiß. Das schlaucht ungemein. Ja, absolut. Nee, aber für nächste Woche ist... Ja, Mittwoch muss ich noch arbeiten, da bin ich im Westerwaldkreis, aber nur einen Tag, sonst würde ich vorbeikommen, Micha, abends. Mhm. Aber da bin ich nur einen Tag und mein Plan ist dann abends nach Hause, dann Aufnahme und dann vielleicht noch 1-2 Stunden schlafen und dann irgendwann nachts los, dass ich zum Sonnenaufgang an der Ostsee bin. Ja. Ich bin nächste Woche mit Dienstreisen 2 Stück und Mittwoch bin ich schon mal wieder im Büro. Und noch ein bisschen Deutschland mal wieder. Ja, kann man sich auch mal gönnen, oder? War nicht eingeplant. Das ist dann immer die ungünstige Situation. Das war knapp. Ja, aber gekonnt, würde ich sagen. Ne? Du hast fast nur einen Verteiler kaputt gemacht auch. Ja, mein Gott. Muss der aushalten. So, ich habe 16.000 drin. Ich fahre nochmal zur anderen. Was soll ich ausmachen? Ich habe gesagt, du hältst ja noch gleich was aus. Ja,
Komm, jetzt sag mal nicht so zu mir. Überladen? Der Hölle geht. Ich werd voll. Wir müssen jetzt nur eben stehen bleiben. Ja. Wir kriegen noch rein. Ich bin gleich voll. Bis 90% renne. Jetzt bin ich voll. Ach scheiße, 770 Liter. Ja gut, lass ihn die doch schnell leer ziehen. Also bei sich wegziehen. Ja, ja. Das geht ja schnell. Ich komme auf die andere Seite wieder, Paul. Ja. Au! So. Au? Wir müssten übrigens im besten Fall nochmal Feld 16 einmessen und auch neu bestellen, ne? Die ist abgeerntet? Ja, die ist abgeerntet. Gut, dann hänge ich mir direkt im Messgerät hin dran. Perfekt. Ich gehe das direkt messen. Ich habe gerade eine Anhänger abgehängt. Oh. Wenn wieder. Ah! Nee, Paul. Was ist denn? Ich kann sein, dass ich Paul vielleicht ein paar Kratzer in dem Fett gefahren habe. Naja, gut, ist ja nur der Fendt. Solange du nicht das neue Fass kaputt machst, nein. Ist der alte Fendt doch egal. Wo Feld 16 ist. Unten, neben der Wiese. Neben der Wiese. Ja, hab's gefunden. Ich hab schon mal auf, dann direkt gleich schnell. Einmal zur BGR Gärreste holen und dann fahren wir Gärreste. Da halt einmal leer fahren, ne? Für. Also Paul muss einmal sich dann gleich leer fahren. Ja, der Zubringer ist ja schon leer. Ja. Das passt. Ihr habt hier auf Doppelschwart gelegt, ne? Ja. Ah, hab ich gemerkt. Warst du auf einmal schnell voll? Ja, ging ordentlich. Ging ordentlich ab. Ganz angenehm. Das ist wie der Ladewagen mit 250 Metern Arbeitsbreite. Ja. Voll. Hast du das mal ausprobiert? So eine schöne Wiese, platt gemäht und dann... Auf der Spielwiese habe ich das regelmäßig gemacht. Du erinnerst dich. 250 Meter? Ja, du erinnerst dich doch an mein kleines Grasfeld, was ich da angelegt habe. Das klitzekleine, ne? Genau, das klitzekleine Grasfeld, das habe ich immer mit dem Big M gemäht. Und wenn es schnell gehen muss, habe ich tatsächlich auf 250 Meter gemacht, 500 Kubik. Aber ich habe es nicht geschafft in einem Zug. Musste dreimal drüber fahren, aber das ging gut. Ja, aber der ist ja auch gefühlt, also sobald der anfängt auf 250 Metern das Gras zu sammeln, leckt es erstmal. Ja, bam, langsam. Ja, steht ja fast. Ja, das geht. Also steht fast, würde ich nicht sagen. Es leckt ein bisschen aufgrund der enormen Arbeitsreichweite, aber du kannst ihn noch bewegen. Das geht. Ja. Aber ja, du kannst dann unten zugucken, wie es schnell voll wird, wenn du eine gute Wiese hast, absolut. Das ist ganz angenehm. Oder dreimal gemäht hast. Ja, das habe ich nie gemacht. Aber ja, das wär noch schlimmer. Dann kommst du auch wirklich nur 2 Meter weit, wenn du die richtige Größe hast von Wiese. So, 53.000 Liter Gärreste und ab zum Feld. Perfekt. Also ich würde sagen, ich krieg noch 2-3 Ladewegen mit Sicherheit von der Wiese hinten, wo ihr wart. Und dann sind die auch eingefahren. LKW? Irgendwie müde, Ecke geschlafen? Nee, der Feldrandcontainer hängt an der Ausfahrt von der BGA fest. Ei. Soll ich dir helfen? Ich komm nie weg. Warte mal, vielleicht hilft es, Allrad einzuschalten.
Scheiße. Hängst du vielleicht einfach in einer kleinen Mulde? Ich häng unten an der Kante, wo das Tor läuft. Steuerung. Dann hängst du wahrscheinlich an der... Oh, du... Ja, Moment, guck mal, du hängst in der Luft, ne? Ja, warte, ich hab... Der liegt... Gemacht, aber fertig. Der liegt hinten auf. Ja, ja. Danke! Ja, also ich wollte dir jetzt nicht den Spaß nehmen, aber wenn der hinten so aufliegt... Ja, aber eigentlich hätte er ja mit Allrad vorne nicht mehr durchdrehen dürfen, aber... Ja, aber du weißt doch auch die Giants-Physik, weil wenn du hinten aufliegst, voll in der Collie quasi, ja. Kannst du vorne ziehen, was immer du möchtest. Die Collie wirst du nicht bewegen. Ja, ja. Hätte ich wahrscheinlich rückwärts rausfahren müssen, damit das passt. Vielleicht. Paul, brauchst du da unten auf dem Feld noch oder soll ich direkt hoch zum anderen Feld kommen? Ich bin schon beim anderen Feld. Aber fahr doch mal zum ersten Feld, Toledo. Guck mal, ob du Paul noch findest. Ja, ich kann auch eine Stadtrundfahrt machen, so ist nicht. Gut. Ich würde sagen, liebe Leute, dann lassen wir Toledo mit seiner Stadtrundfahrt mal ein bisschen alleine. Dann kann er sich konzentrieren und dann sind wir fertig für heute. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Natürlich, Fanner, lass gerne das Däumchen nach oben da. Danke dafür, natürlich wie immer. Und bis morgen. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.